Ja, ich denke halt immer 2,3 Tonnen plus Passagiere, ne? Ja, ja. Und Allrad. Wenn der absegelt, dann segelt er ab, ne? Ja, ja. Aber jetzt ist noch okay. Reifentemperatur sind okay, in Ordnung. Hello everyone from sunny Nürburgring. Very good day, very good occasion to do an easy lap in this Audi RS7. Which is also very good because the only RS model that I've lapped so far was an RS6, which was a bit heavier, less aerodynamic, and it was also fully wet. But now, should be fun. 600 horsepower, 800 newton meters, very big wheels and brakes and tires. So let's see what it can do on a hot summer day. Das Beste war, als wir gestern Abend die Nacht vor dem Hotel vorgefahren waren, da waren noch so zwei Jungs, die da noch ein Bierchen getrunken haben, eine geraucht haben. Aha. Und die gucken auf die Räder, sehen die Bremsscheiben, fragt einer, dürfen wir ein Foto von den Bremsscheiben? Wie ist das denn? Ne? Dachte, ja, die Bremsscheiben sind größer als die Räder von dem Kaliber, von einem Freund von mir. Okay, so würde ich das im Leben nicht machen. Herrlich. Ich traue dem Wagen aber viel zu. Was ist denn? Baby, nicht so gut. Ja, also hier, da kriege ich aber doch langsam. Möchtest du lieber hinten sitzen? Hallo? Hallo? Oh, oh. Okay. Was war das eben? Ich möchte nicht in den Gang gehen. Da hatte ich das Problem, wir haben Probleme mit dem Getriebe. Okay. Deswegen war der jetzt auch 6 Wochen in der Werkstatt. Etwas langsamer. Wie gesagt, also der ist. Nee, das nicht. Ich mache mir eher Sorgen um die Traktion. Ja, die Traktion ist da. Uff. Ja, ich denke halt immer 2,3 Tonnen plus Passagiere, ne? Ja, ja. Und Allrad. Wenn der absegelt, dann segelt er ab, ne? Ja, ja. Aber jetzt ist noch okay. Reifentemperatur sind okay, in Ordnung. So, wie viel wiegt das Auto? 2,3, also okay. Beziehungsweise mit uns drin wahrscheinlich 2,4. Okay. Und darum gehen wir erst eine Runde und danach gehen wir Pankow-Pilze. Ja, okay. Okay. Wenn es dir schlecht wird, musst du einfach sagen. Nö, nö, schlecht nicht. Ich, wie gesagt, das ist eher Traktion. Okay, nee, kein Thema. Ja, siehst du, die Reifen quietschen nicht, wir sind okay. Kein Untersteuern. Wie war das, nee. Wie war das noch? Übersteuern ist, wenn der Beifahrer Angst hat, untersteuern ist, wenn der Fahrer Angst hat. Ah, wir haben Geld. Kannst du ein bisschen Ruhe bekommen? ja, war nicht. Meine Güte. Dumm, dumm, dumm. Ja, das sind so hassenswerte Kurven hier. Ja. Vor allem die mit den späten Einlenkpunkten, die mag ich überhaupt nicht. Boah.
zweite auf dritte Gang ist immer ein bisschen schlimm. Seltsam. Okay. Ja, weil der hat auch Probleme gehabt, dass er teilweise nicht weiß, in welchem Gang er ist und wenn bei einem Drive stecken bleibt, wenn du auf P oder auf R gehst. Aha. Und dabei anzeigt er es dann in dem Gang, in dem du sein willst. Hier hat irgendwo den GT2 zerlegt oder wo war das? Ja, das war hier. Mein Spaß. Deine Frau mir. sie hat bessere Nerven als ich. Ja, und das ist auch so eine Kurve, die ich absolut hasse. Einfach in den neutralen Gang und dann das passiert nichts. Das ist seltsam. Da würde ich mit den Jungs noch mal reden müssen. Ja. Also der hat wirklich ein Problem im Getriebe anscheinend. Ja. Tschüss.
Naja, hat Spaß gemacht. Oh, nein, ja. Mit dir. Das war alles viel zu schnell und viel zu angsteinflößend, um was zu lernen.